Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Ich bin Inga Griese, ich bin Chefredakteurin von Icon und einigen anderen Dingen und arbeite schon sehr lange bei der Welt. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute Abend sind, dass Sie gekommen sind, weil man das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man immer miteinander spricht, auch miteinander trinkt, halte ich auch für wichtig. Aber dass Menschen zusammenkommen, ist ja das, was wir, glaube ich, in den letzten zwei Jahren dann wirklich gelernt haben. Ohne ist es einfach nichts. Zu Hause ist zwar gemütlich, aber es macht viel mehr Spaß, sich was Schönes anzuziehen. Und Sie sehen, ich habe mich hier heute vorbereitet. Ich dachte, wenn wir hier so schön stehen, dann glitzere ich auch ein bisschen. Aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, ich habe diese wunderbaren Ohrringe und ich mag die so gerne, weil das Traumfänger sind. Und ich finde, Traumfänger ist genau das, was wir hier heute Abend machen wollen. Wir wollen es gut haben, wir wollen nicht über schreckliche Dinge nachdenken, sondern wenn wir nicht träumen können, dann wird das auch nichts mehr mit unserem Dasein, weil da draußen ist es schwer genug und so ein bisschen, und deswegen habe ich diese hübschen Ohrringe mir heute Abend ausgeliehen. Die können Sie nachher kaufen, also Sie sind ja auch nicht zum Spaß hier, nicht? Sie wissen ja da diese ganzen Vitrinen. So, wir stehen hier vor einem herrlichen Bild. Die malt immer, das habe ich gelernt, Charlotte Lünger. Wir üben den Namen noch. Wir Deutschen sagen ja immer Lüngard. Das ist aber nicht richtig. Die Dänen haben ja, die muckeln das ja so ein bisschen hinten im Rachen. Und Lüngo. Also, wenn wir das noch ein paar Mal machen, kann ich das. Ich sage Gott sei Dank Sören, das macht die Sache einfacher. Seine Schwester Charlotte hat diese Bilder gemalt und ich finde diese Konstruktion so schön. Abgesehen davon, dass sie für jeden Laden ein extra Bild malt. Und diese, ich mag aber das gerne, weil das ist so ein bisschen wie so ein moderner Paravent. Das kann ich mir auch zu Hause gut vorstellen. Stellt man mal vor irgendwas, wenn man wieder nicht aufgeräumt hat oder... Naja, oder auch vor den Mann oder die Frau oder gibt ja viele Gelegenheiten. Also ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier sind. Ich meine, Angelique Kerber muss ich wahrscheinlich nicht wirklich vorstellen, weil eine der besten oder wenn nicht überhaupt die beste Tennisspielerin, die wir haben. Und was ich so wahnsinnig gerne habe, sie ist auch noch schwanger. Ja, jetzt. Ich habe ein großes Faible für Frauen, die alles unter einen Hut oder in diesem Fall unter einen Tennisschläger kriegen, ne? Sören Lünger ist der Chef. Und von Sören stammt dieser wunderbare Satz. Seine Schwester macht, was sie will, nämlich das Design. Und er muss zusehen, dass es verkauft kriegt. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie da heute Abend also ihm helfen müssen? Und wir machen das so. Ich spreche nach links Englisch und nach rechts, das ist jetzt nicht politisch, Deutsch. Und wir fangen jetzt einfach mal mit Sören an. Ich hoffe, das ist für dich okay. Sören, it's very nice to meet. And what we wanted to talk, we did an issue a short time ago and I called it Game Changer because we are living in a time where so many things are changing and our life, and all of a sudden someone says, okay, this is new rules in your game. And you as a family-run, family-owned business, when you started to doing this, to enter this jewelry business, was it helpful that you are a sports guy as well? Because it's not easy to do that, right? Oh, you have your own. I have a, first, we thought can we I borrow two. Yours? Yeah. No, you can have two. You want two? No, it's fine. No, I think, thank you for coming and doing this event together with us. We really appreciate it. And thank you to all of you for coming to our beautiful store here in Munich. It's our first store in Germany, and we are super happy about it. I think what is fun about our company is that we are actually trying not to game change too much, but to do things the way that we have always done, by really focusing on design, craftsmanship, doing things the right way, without compromise, have to do beautiful jewelry that that you can keep forever and give to your children and grandchildren. I think so many things today go so fast, so it's really important to have something that doesn't go so fast, that you can really enjoy and use forever. When you started this company, I always wonder, it's not, you're not successful right away. And you, of course, you can say, I'm building up a country and then I have some stores here and there and I do this. But how does it work?
Well, it's a really good question because actually we spent the first 40 years of the business. It was founded in 1963, right? Yes, and up till 2008, we concentrated on Scandinavia. So mm-hmm. we were really building the brand in Scandinavia, and then we became actually the biggest luxury jewelry brand in Scandinavia, and we're very proud of that. And then we started in Germany, and we are tiny in Germany. Nobody, you know, say Ole Lingard. It's very difficult to say, and you know, train this tonight. Yeah. So now when we are here and we are very proud, and we have a flagship store, and more people knows about Ole Lingard, we are very proud. And I must say, yes, but it took 14 years, so it wasn't a quick fix. It takes a long time to. First of all, of course, to get people to know the jewelry and the brand, but also to get the confidence in spending quite a lot of money on a piece of jewelry, and that's also why we did a collaboration with Angie, because we she wanted, spends a lot of money. No, but Angie also helps us to build the confidence of the German market, because Angie is not a person who is on the front page every week doing crazy things. She's a very very unique person and very a fantastic person. And she's sponsored by Rolex and Porsche and Adidas and all these big brands, and for us to be able to go together with Angie was really, really a big help to help people to get confidence in our brand. And when we stood here in Bayerischer Hof in February 20, just before somebody was talking about something in China with, you know, somebody got sick or whatever, yeah. But we had a big party here in February 2020, and we were hoping that this was going to happen in the coming years, because we had a fantastic brand and we had beautiful jewelry, but we needed more confidence in the German market. And that was the plan that Angie was going to help us with that. Do you think, I mean, if you leave, you get a bag, wonderful stuff in there, and our latest issue, is it our latest? But we did an issue dedicated to Denmark because it's our design issue. And I thought, what I always try to find the mood of the time. And I had been in Copenhagen in, I think in June or something, for a day just. And I thought it was, again, this moment, it's such a beautiful country. And the Danish people are always the happiest people. And I thought it's a good idea. So this is the idea of this issue we did was dedicated to a country where happiness lives. And is some a message we probably, it's quite a nice message for this year. So we see this. We all love Scandinavia. We love the Italians and we love the Scandinavians. So it's, sorry, I always have to say that. No, but so is this, it must be an easy market for you, because being Scandinavian, everybody would say, but on the other hand, and this is why I wonder why you are so successful in Denmark, this is not what we would think about pure Danish design. You were so playful. Yeah, but I think what's wonderful about our design, I can say that because I'm not the designer. It's my you only have to sell it. And my father and my sister. And what I really like about our jewelry is that it's recognizable, mm-hmm. that it's different. We hear that in all our markets, it's different. Maybe you don't like it, maybe you like it, but at least you can recognize it. It's different. And I think that is fantastic. And that's we have our two designers, and they are actually the designers. They start with a white piece of paper and a pencil every time. My father is a very sweet man, but he always said to the jewelers in the company, if you have a good idea, you have two choices. You can forget your good idea, or you can start your own business. And I think that's really important, and that's why you can recognize our jewelry, because it is actually the designers, Ole and Charlotte, designing them, and they are very, very good at it. Are you wearing any of that? Yes, of course. Can I see it underneath? I have. Oh, so. Okay.
cufflinks and these beautiful men's, or some of them are unisex and but bracelets. Hopefully, yes. Yeah. You're not wearing a ring. I have a I have a little ring. I saw that, but is that Ole Lyngard? It's Halloween. Actually, it's actually yeah, you could say it's Halloween. It's a ring to remember to live life. Because you end up like this. So and this is perfect, isn't it? It's a good thing. It's a good thing. I had another one before that my sister didn't like, and I always said to her, "Well, you can just make one for me." Yeah. She said, "But I can't make a skull ring. I make flowers and dreamy things." So did your father do it? No, so my sister did it in the end for my 50th birthday. So she gave me this ring. Yeah. You're 50 already? Yeah, I'm 50. When did that happen? 3 years ago, yeah. 3 years ago. I wish, well, you're a kite surfer, right? Yes. And is this the connection, being a sports guy, whoop, to Angie? I'm still to teach Angie how to kite surf. But she has, also play tennis. I also play tennis. We have had some very nice moments together on the tennis court. I'm asking that because, I mean, when I started at Die Welt 300 years ago, I was running the sports section in Hamburg. Yes. And sports people, they have this kind of fair play idea. It's a different kind of person in a way. And you right away get a connection. And do you think, and this is, we talked about this fair play thing, and we all miss a lot this fair play idea in business life and all this. Can you still stick to that? I think be an honest, fair person. I really think that we do our best to run our business in a proper way. We have the same suppliers for many, many years. For instance, our diamond suppliers, we've had for more than 20 years. All diamonds we have from one supplier, so we're absolutely sure what we get, which mines, which countries. All these things are super important, especially today. And but it's always been sort of the way we want to run our business. We want to look ourselves in the mirror and feel proud of what we do. By the way, what do you think of artificial diamonds? Honestly, nobody will tell. No, we have chosen not to use them. Mm-hmm. We use real diamonds. Mm-hmm. Because of the magic? It takes so long for them to grow? It's the same if you have a new table and an antique table. I like the antique table. A diamond is 19 billion years old. A new diamond is 3 weeks old. I like the 19 billion years old diamond. But hopefully you like new jewelry and new Angelique, jetzt aber, wir machen das auf Deutsch. Diese Idee von Game-Changing, ich meine, du bist ja gerade in so einer Art Game-Changing-Moment, weil wenn man als Sören kennengelernt habe. Das war wann war das? Ich wollte mal fragen, ohne zu indiskret zu sein, wann war das eigentlich? Wie war das? Ihr saßt zusammen an der Bar oder? Boah, es ist schon länger her. Ich glaube, wir kennen uns schon zweieinhalb Jahre. Es ist schon, die Zeit vergeht. Ja. Time is flying. Wisst ihr noch, wo das war? Where we Do you remember time? Where you met in Copenhagen? First? The first time we met was in Copenhagen. Copenhagen, that Andy yeah. came to visit our company. Mm-hmm. The first time I wrote a letter to Angie to try and get her interest in our brand. And then she came and visited our... Yeah, I came to Copenhagen. Was hat dich denn an dem Brief berührt, dass du gesagt hast, Mensch, da gehe ich mal hin? Also für mich, was für mich das Wichtigste ist, dass man direkt spürt dieses Vertrauen. Und mich hat es unglaublich inspiriert, die Geschichte im Hintergrund, dass es eine Familienbusiness ist. Und für mich ist es wirklich, wenn ich was anfange, dann muss es einfach stimmen vom Gefühl, von den Emotionen. Und als ich das erste Mal nach Kopenhagen gekommen bin und auch die ganze Familie kennengelernt habe, auch gesehen habe, mit wie viel Herzblut die jedes einzelne Schmuckstück sozusagen designen und vorbereiten bis zum Ende, von Anfang bis zum Ende, das hat mich so inspiriert. Und das hat mir gezeigt, okay, das ist jetzt auch nicht nur kurz, sondern es ist eine längere Partnership. Mhm. Und das war für mich so dieser Reiz und dieses, dass es einfach so dieses Familiäre ist. Und man hat sich direkt wohlgefühlt. Die haben ja ein sehr schönes Familienleben insgesamt. Hat dich das jetzt auch inspiriert, also da auch so mal einzusteigen? Unterbewusst vielleicht auch, ja. Ja. Weil das ist, ich muss auch sagen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, auch wenn das nicht so deutlich wird, weil
Angie ist in Kiel aufgewachsen, ich bin in Kiel geboren. Also man, jeder hat ja auch ein Schicksal, aber wir sind sowas von norddeutsch. Und ich glaube ja, dass wenn man norddeutsch ist, man eine Menge aushalten kann. Wir reden noch immer, wenn der Sturm kommt, dann macht man, deshalb trage ich auch die flachen Schuhe, Beine breit, dann hat man ein bisschen mehr Stand. Also das genau, passt. Das passt. Und dann kann man eine Menge aushalten. Und ich habe auch immer darüber nachgedacht, deine irre Karriere. Du hast ja, ich finde nicht das Wort C passt, sondern du hast immer weiter gekämpft. Du hast, es war ja nicht immer nur schön. Das kann man ja so nicht behaupten. Und dieser, ich habe einen enormen Respekt davor, dass du dich immer wieder rausgekämpft hast. Und weißt du, warum das so ist? Also woher kommt diese Resilienz, diese Kraft, dass du einfach sagst, okay, ich gebe nicht auf? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach auch der Charakter. Und ich habe es gelernt, über all die Jahre immer wieder zurückzukommen, weil im Leben gibt es immer Auf und Abs, nicht nur im Sport, sondern auch im normalen Berufsleben. Das ist ja das, was wir gerade auch erleben, ne? Deswegen. Genau. Und das ist halt so, was mich ja, immer an meine Träume zu glauben, immer an meine Ziele nie aufzugeben, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ich hatte immer gute Menschen um mich herum und für mich war das immer wichtig, wirklich auch bodenständig zu bleiben, meine Ziele zu verfolgen, aber auch in dieser harten Zeit, also ich bin schon sehr selbstkritisch auch mit mir selber und will alles perfekt machen und das geht aber nicht immer. Mhm. Und dann sich aber da rauszukämpfen und dann zu sehen, okay, du hast es geschafft, das macht einen natürlich noch umso stolzer und ich bin unglaublich dankbar auch über die letzten Jahre, auch über die Tiefs, die ich erfahren habe, denn durch die Auf und Abs bin ich dann auch zu dieser Person gewachsen, die ich dann am Ende auch geworden bin oder bin und hoffe, dass ich mich immer weiterentwickle. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Jahreszeiten, ne? Wenn wir nicht vier Jahreszeiten hätten, wenn wir den blöden Winter nicht hätten, also gerade, ich lebe ja in Berlin, ist ja an Trostlosigkeit nicht zu überbieten da an, so grau. Wenn man das nicht hätte, würde man sich ja nicht so irre im März freuen über jede kleine Blume, die es da rausschafft, oder? Das stimmt, hat so diese Tiefs nicht eigentlich auch, genau, also wenn man nicht durch Tiefs geht im Leben, wird man nicht, kann man eigentlich auch nicht Hochs haben. Also kannst du natürlich von einem Erfolg zum nächsten rennen. Ja. Bist du jetzt der Typ, aber wahrscheinlich bist du es eben nicht. Wir Deutschen neigen ja dazu, denken, oh Gott, ich fahre jetzt nicht um die Kurve, weil wer weiß, was hinter dieser Kurve alles lauert. Und dann gibt es ja die Menschen, die fahren da einfach gerne rum und stellen fest, hey, da scheint die Sonne, da sind schöne Sachen, da hat man eine große Aussicht und so weiter. Du bist ja jetzt auch an so einem Punkt, wo du erstmal Pause machen musst, oder also macht ja Sinn, wenn du jetzt so vernünftig bist, einfach das Kind mal wachsen zu lassen. Aber beunruhigt dich das auch? Also ich bin ja schon sehr deutsch und will alles strukturiert haben und alles geplant haben, was nicht immer geht. Deshalb hast du natürlich immer wieder auch jetzt die Zweifel oder die Ängste, die da sind und nicht weißt, was auf dich zukommt. Aber ich habe schon so viel geschafft und weiß, dass auch das werde ich hinkriegen. Und das ist eine Herausforderung. Ich liebe Challenges, ich liebe Herausforderungen, die auf mich warten und bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Aber es ist eher ein positives Gefühl diesmal. Also ich freue mich wirklich auf das, was noch so alles vor mir steht. Ja. Das ist ja auch, also ich bin ja, wie man weiß, bekennende Großmutter. Also das bedeutet, ich habe ja auch schon Kinder davor gehabt. Ich finde ja, es gibt nichts Schöneres. Und ich finde das übrigens, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die WTO, also diese Welttennisorganisation, stuft ja schwangere Frauen als krank ein. Ich meine, das ist auch das Bekloppteste. Wir sind schon so weit gekommen mit der Emanzipation. Und also du bist jetzt ja eigentlich krank. Also wir können auch, wir gehen jetzt ganz vorsichtig mit dir um. Und du bist ja eigentlich auch ein Beispiel, ich habe natürlich auch gelesen, dass du schon geplant hast, wie es dann weitergeht und wir gehen ja immer noch tatsächlich mit Schwangerschaft so um, als wenn das irgendwas besonders unnatürlich ist, vielleicht weil wir nicht so lange kinderreich waren oder Kinder so artifiziell wurden, vorübergehend, Gott sei Dank kriegen jetzt ja immer mehr Frauen noch Kinder und es ist nicht mehr die Frage, ob man Karriere macht oder ob man eine Raben, dieses sehr deutsche Wort, es gibt ja nur im Deutschen Rabenmutter, nicht? Wenn man weiterarbeitet und sich nicht, also 24 Stunden am Tag um seine Kinder kümmert, ist man eine Rabenmutter. Aber dieses WTO-Ding, ich meine, du bist ja auch in diesem internationalen Zirkel. Kannst du dir das erklären, dass das immer noch so ist? Also nicht wirklich, weil auch ich, als ich das gehört habe, dass das tatsächlich immer noch so ist. Ich habe gedacht, die haben das jetzt mittlerweile geklärt und die Regeln ein bisschen geändert, weil es gibt so viele Mütter, die auch zurückkommen. Und ich glaube, man sollte da auch keine Angst vor haben, weil man ist nicht krank. Ich hoffe, ich habe gehört, dass die weiter dran arbeiten und ich hoffe, dass sie sehr schnell dann eine Regel finden, wie das aussehen wird.
Aber ich denke schon, dass man beides kombinieren kann und sollte. Und genau das macht es ja auch so spannend, dann, wenn man diese zwei Dinge kombinieren kann. Du hast ja auch prominente Kolleginnen, die das haben. Sprecht ihr eigentlich sozusagen unter Tennisfrauen oder wie soll ich das nennen, miteinander auch über solche Sachen oder ist alles nur Competition? Nee, also man spricht auch darüber und das ist, glaube ich, auch wichtig. Deshalb haben die sich auch irgendwann mal zusammengesetzt jetzt in den letzten Monaten und auch schon letztes Jahr, weil viele Mütter auch zurückkommen auf die Tour, dass man was ändern muss und da sprechen wir schon untereinander, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, besonders jetzt in dieser heutigen Zeit. Hast du eigentlich einen Plan, wenn das mit dem Baby nicht so einfach ist? Plan B gibt es noch nicht, aber gut. Plan kann man. Lass mal erstmal das Baby rauskommen. Genau. Und das wird wahrscheinlich, also das wird wahrscheinlich so ein Strahlekind. Wisst ihr, weißt du eigentlich, was das ist oder darf man das nicht sagen? Oder? Nee, noch weiß ich es nicht. Weiß es nicht, noch herrlich. Weiß ich will es noch nicht wissen. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ja, muss ja auch nicht. Nee. Also reicht ja, wenn es rauskommt. Und also man muss ja auch heute nicht mehr hellblau-rosa einrichten. Man kann ja auch einfach mal Farben. Habt ihr schon ein Kinderzimmer? Nee, noch nicht. Ich habe noch Dauert, das kommt erst im Frühjahr, ne? Genau, ich habe noch ein bisschen Zeit dafür. Und es geht dir aber gut. Mir geht's gut. Das sieht man ja auch, oder? Haben Sie eigentlich schon die Ohrringe gesehen? Also ich wollte nochmal auf diese Ohrringe. Also, nur nicht, dass Sie vergessen, warum wir hier heute Abend eigentlich so rumstehen. Ich wollte dich gerne noch eine Sache fragen. Worauf freust du dich ganz besonders? Weil wir mal nicht nach dem Baby fragen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich darauf freust. Ja, also natürlich, darauf freue ich mich am meisten. Worauf freue ich mich? Ich freue mich jetzt die Zeit zu genießen, jetzt ein bisschen eine andere Zeit zu haben. Jetzt weil du ja nicht den ganzen Tag mehr trainieren musst. Also genau. Du hast ja eigentlich ein bisschen Freizeit jetzt. Genau, also so kann man es sagen. Also der Terminkalender ist trotzdem voll, aber es ist was anderes. Und darauf freue ich mich tatsächlich und da habe ich mich auch jetzt schon drauf gefreut, dass ich mal was anderes mache, dass ich viel mehr Zeit habe, auch mich mit Freunden zu treffen. Aber die Zeit und das Leben ein bisschen anders zu genießen, als immer auf die Uhr zu schauen, jede Woche woanders zu sein. Und darauf freue ich mich tatsächlich jetzt auf diese Weihnachtszeit, die ich nie so richtig hatte, weil ich immer in der Vorbereitung war, jetzt mal einfach zu Hause zu sein und Weihnachten so wirklich richtig zu genießen. Darauf freue ich mich. Ist das gefährlich? Ich sage immer, ich kann nicht nach Hamburg ziehen im Moment. Ich würde sofort in Rente gehen. Ich bin da so gerne, so gemütlich. Da habe ich so viele nette Leute, da habe ich so viel, ist alles so schön. Und ich bin, für mich ist ganz gut, dass ich in Berlin lebe, weil man wird ja in dieser ruppigen Stadt irgendwie unter Strom. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn du jetzt noch 6 Monate weiter so ein schönes Leben hast, kommt dann vielleicht so ein Punkt, wo man sagt, mein Gott, jetzt habe ich das all die Jahre gemacht. Ich kann noch mal aufhören. Also irgendwann wird der Punkt kommen, aber ich glaube so schnell noch nicht, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht in Ruhe sitzen kann, dass ich immer irgendwas machen muss und mit mir wird es nicht langweilig, deshalb glaube ich nicht, dass der Moment oder dass das so schnell kommen wird. Also ich brauche da auch ein bisschen Action drumherum. Das macht ja auch total Sinn und Action ist, glaube ich, auch das Stichwort. Also Sie müssen jetzt, glaube ich, did I understand that right? It's now your time to act. Nein, also vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind. Vielen Dank für unsere kleine Plauderei hier und genießen Sie noch ein bisschen das Land, in dem das Glück wohnt, denn das sind wir hier heute Abend. Haben Sie es noch schön. Ja. Dankeschön.